liebe Freunde, willkommen auf Elbcraft TV, dem besten Kanal auf YouTube. Wir haben es wieder geschafft. Freunde, wir haben hier ein Problem. Erstmal sage ich euch, wo wir hinfahren. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg nach München zu einem Haus am See. Cengiz ist schon da und ich sage gerade so, ja, bla bla, lass mal Tankstelle, bisschen Wasser holen, bisschen Energy für die Fahrt, weil wir fahren 5,5 Stunden. Und schaut euch das mal an hier. Sieht man das? Hier ist dieser Tankding und man sieht nicht mal mehr einen Strich. Also der ist wirklich komplett leer. Wir sind jetzt hier einfach auf dem rechten Streifen. Warte, ich film das mal hier. Falls also, wir abkacken, sind wir schon mal rechts hier auf dem Streifen. Schauen wir mal, ob wir eine Tankstelle finden oder hier gleich in Liege bleiben. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh shit. Oh mein Gott. Oh Kacke. Motorsteuerungssystem. Leute, schaut euch das an. Ich kann nicht auf Gas drücken. Ernsthaft? Ich schwöre bei Gott. Was? Ich schwöre bei Gott, wir bleiben liegen. Fuck. Oh mein Gott! Oh. Ist mir noch nie passiert. Und weg. Aus. Ja, wir sind tot. So, Freunde, erstmal ganz wichtig bei sowas, Warndreieck raus, ne? Oh Mann, Alter. Schönen guten Tag, Schieber mein Name. Ich habe ein kleines Problem und zwar stehe ich gerade auf der A3 München Richtung Würzburg und uns gerade der Sprit ausgegangen und um uns rum auch weit und breit keine Tankstelle. Jetzt wäre die Frage, ob man irgendwie wen schicken könnte, der uns ein bisschen Diesel bringt, dass wir bis zur nächsten Tankstelle kommen könnten. Wäre das denn zwanghaft notwendig oder kann man das auch dann so bezahlen, sag ich mal? Was? Hä? Ach so, yo, wir wissen nicht. Update, Leute. Ja, der C-Wagen ist da. Ist das dieser Typ, mit dem wir telefoniert haben? Ist das richtig, was hier gerade passiert? Das sieht gut aus. Ja? So Leute, wir sind jetzt an der Location endlich angekommen und ich zeige euch das mal. Ich führe euch hier mal rum. Das ist mega krass. Wir brauchen nämlich eine Location, ein Haus am See und dieses Haus hier ist das perfekte Haus am See, wie man sich das wirklich vorstellt, wenn man an ein Haus am See denkt. Ihr seht es gerade nicht, das eigentliche Haus ist da, aber wir drehen hier eine Szene. Wo ist unser Hauptdarsteller? Freunde, guck mal, das habe ich noch nie gesehen. Ah, diese Zelte, seht ihr das? Ich fühle mich gerade mega wie der Hinterwäldler schlechthin. Aber das sind so Zelte, die müsst ihr nicht aufbauen. Das ist ja eigentlich so mega kompliziert. Diese Zelte müsst ihr einfach nur so schmeißen und dann buff, sind die so da. Wurfzelte heißen die. Lass mal hin, wir checken das mal. Ist ja mega krass. Hier ist unsere Feuerlocation. Komm mal hier hin, ne? Voll geil. Hier kommt so ein altes Feeling auf. Komm mal hier rein. Das ist so mega groß hier. Alter, soll ich euch mal Lichter drin machen? Das ist ja richtig geil. Danke. Alter, das ist ja heftig. Guck mal, dann kommt man hier raus und ist direkt hier so am Feuerchen. Hey, Mister! Hey, Cengiz, was machst du da? Freunde, das ist Jacoloni. Geil! Sie musste mich für so ein Video alt schminken. Das habt ihr bestimmt auf Snapchat gesehen, ihr kleinen Schlingel wieder. Das sah wirklich mega echt aus. Es hat noch nie geschafft, jemand einen so realistisch alt zu schminken. Also Props an. Props an Jacoloni. Danke, danke. Hashtag Jacoloni. Schreibt es in die Kommentare. Hallo Leute und guten Morgen. Es ist der zweite Drehtag. Der fünfte. Die Campingnacht ist vorbei. Wir haben es überstanden. Jetzt sind wir an der absoluten Traumlocation. Die Kenner, die wirklichen Kenner, die sehr viele Jahre dabei sind, kennen das noch. Ich kenne das noch. Freunde, ich bin wach geworden heute Morgen und bin da mit so einem Tee hier hin. Und da war hier noch niemand. Und habe einfach auf dieses Wasser geguckt. Das ist auch schön. Geht? Oh, die Nippel, die sind hart wie Diamanten. Okay, okay, cut. Okay, na, war gut aus. Ja,
Freunde, dabei sind wir wieder zu Hause angekommen. Es ist jetzt der 4. Drehtag, glaube ich, gewesen. Das ist wirklich ein monstergroßes Projekt. Es gibt aber noch so, ich glaube, 1,5 Drehtage. Jan muss Donnerstag nochmal drehen. Cengiz, du musst, glaube ich, auch was machen. Ne? Ja. Wir verraten mal nicht was, Freunde. Vielleicht kommt da noch ein Making-of raus. An alle Interessierten von euch, ihr wisst es, am 19.8. ist es soweit. Da wird das Musikvideo Bang droppen. Und für alle Interessierten, ihr könnt euch gerne die Bang-EP vorbestellen. Oder vielleicht sogar die Box. Da sind auch schon welche weg, Freunde. Also wartet nicht zu lang. Der Vorrat wird immer weniger. Erster Link in der Beschreibung. Ansonsten schönen, was haben wir heute? Schönen Start in die Woche für euch. Freunde, ihr seht es hier. Ist nirgendwo ein Feuer. Ihr seht es. Und jetzt schwenkt gleich dahin, ne, dass man das sieht. I'm a fire mage.